Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen mal wieder zu einem Haul-Video. Ich war die letzten Tage bei Action und habe da tatsächlich verschiedene Wolle, verschiedenes Garn eingekauft und zeige euch das heute mal. Los geht's direkt mit einem absoluten Highlight von mir. Ich bin sehr begeistert, alleine von der Optik schon. Knitted Yarn nennt sich das Ganze. Special steht auch direkt mit drauf. Und wir haben hier tatsächlich super dickes Garn. Ich gucke gleich mal, ob ich da einmal die Mitte rausbekomme, ob ich euch das nochmal so im Einzelverlauf zeigen kann. Ja, das war immer, doch, hier. Da haben wir dann tatsächlich mal einen Strang davon. Also es ist tatsächlich eine Kordel und es ist gestrickt. Also wie mit einer Strickliese gestrickt oder mit der Strickmaschine. Ich gucke gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube sechsfach, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Mit einem Farbverlauf drin, super starke Optik und richtig hübsch. Ich habe das in zwei Farbvarianten mitgenommen. Einmal hier mehr so blau-violett, so ein bisschen kältere Töne. Auch mit ein bisschen braun hier abgesetzt und ein bisschen violett-rosa tatsächlich auch noch mit drin. Aber alles so ein bisschen die kältere Richtung. Hier das Ganze ein bisschen wärmer, zeige ich euch gleich. Aber einmal hier die Zusammensetzung vorher. Ist tatsächlich ein richtig schweres Knäuel. Hat 250 Gramm, 43 Meter Lauflänge. 50% Acryl, 50% Acryl, 35% Polyamid und 15% Wolle. Also auch wirklich warm. Ich war gerade verwirrt, ich dachte 50-50, aber nein, 50-35-15. Und von der Nadel her sind wir hier bei der 15er. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich gar keine 15er Nadel. Ich habe eine 20er und eine 12er. Mit der 15er muss ich noch mal gucken. Ich muss tatsächlich endlich mal eine besorgen, damit ich das auch mal vergleichen kann und auch tatsächlich mal testen kann. Normalerweise so ganz dicke Garne häkel ich dann tatsächlich. Ich hole sie einmal. Hier haben wir die 20er. Häkel ich meistens einfach damit. Es wird dann auch noch ein bisschen lockerer. Ich teste es einfach mal direkt an. Und das funktioniert tatsächlich auch. Also ihr seht, das geht hier auch mit der 20er Nadel sehr, sehr schön und hat eben eine sehr tolle Optik. Also richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich habe leider das halbe Knäuel hier rausgezogen. Da gucke ich gleich mal, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Und hier habe ich eben die zweite Variante eher in warmen Herbsttönen mit Orange abgesetzt, mit Grün, mit auch ein bisschen Blau dabei. Also hier deutlich mehr Farbvarianz. Hier auch ein bisschen Pink mit dem Blau kombiniert. Also hier das Ganze eben deutlich wärmer. Zusammensetzung, Lauflänge und natürlich auch Nadelstärke da einfach identisch. Also diese beiden sehr, sehr coolen Knäule. Und ich schaue natürlich auch einmal auf den Preis. Da waren wir bei 3,99 pro Knäuel. Weiter geht's mit zwei weiteren großen Knäulen. Ich habe hier Fake-Fell-Wolle, auch eine Special Edition. Wir haben hier 100% Polyester, 200 Gramm Lauflänge, 200 Gramm Gewicht, 120 Meter Lauflänge. Und ich schaue auch einmal nach der Nadelstärke. Da sind wir bei 10 bis 12. Fasst sich super weich an. Und hier haben wir auch den Faden direkt einmal raushängen. Ist aber tatsächlich der äußere. Wir haben hier dieses Fell tatsächlich aufgesetzt auf so einen kleinen, auf so ein kleines Stoffstückchen. Also so ist eben diese Wolle aufgebaut, also dieses Garn aufgebaut. Hier tatsächlich auch einmal dadurch, dass das kleine Stoffstückchen hier, also die Basis, dunkler ist, hat es tatsächlich auch so ein bisschen den Effekt von einem Farbverlauf drin. Finde ich sehr interessant. Auch dieser Rotton sehr, sehr hübsch, so ein Rotbraun. Ich bin am Überlegen, ob man daraus so Pompons für Mützen machen könnte. Muss ich mal testen, ob das funktioniert, wie das dann aussieht. Werdet ihr vielleicht bei mir auf dem Kanal auch sehen in den nächsten Wochen. Also super kuschelig auf jeden Fall. Einmal hier, wie gesagt, in diesem Rotton.
Und dann haben wir das hier auch in rosa, also in so einem ganz hellen, plüschigen Rosa. Da tatsächlich die Basis auch im identischen Ton. Also da geht halt dieser, also da gibt es einfach diesen Farbverlaufseffekt nicht. Also hier wirklich ganz einfach die Basis. Ich gucke bei dem Knäuel mal, ob ich das hier, ja, das ging noch viel besser als bei dem großen Knäuel gerade. Das ist die Zehnernadel. Ja, ich nehme einfach mal die Zehner. Einfach einmal kurz antesten. Bei dem Kunstfell waren wir bei 3,39 Euro vom Preis. So, mal schauen, wie sich das häkeln lässt. Also die Basis verschwindet wirklich sehr schön. Hier einmal so ein bisschen sichtbar, sonst fast gar nicht. Aber auch die Maschenstruktur nicht gut erkennbar. Also auch nicht so einfach in der Verarbeitung dann. Aber auf jeden Fall sehr, sehr voluminös und sehr flauschig. Aber könnte ich mir dann tatsächlich, wenn es sich so häkeln lässt und so beim Häkeln verhält, auch gut für Pompoms vorstellen. Und bisher waren die Knäule schon groß. Dieses hier ist noch größer. Es ist Tweed-Wolle bzw. Tweed-Garn. Hier mit so leichten Sprenkeln drauf. Das Ganze auch in einem hellen Rosaton. Sehr, sehr hübsch. Wir haben hier 300 Gramm, 265 Meter Lauflänge. Also wirklich ein großes, großes Knäuel. 96% Acryl, 4% Polyester. Und für Achternadeln das Ganze, ja, für Achter, ich würde es vielleicht auch bei einer Sechsernadel sehen, müsste ich mal antesten. Auf jeden Fall sehr, sehr hübsch, sehr groß, könnte ich mir auch vorstellen, zum Beispiel, also was bräuchte ich dann mehr Knäule noch, eine Decke rauszumachen oder so, vielleicht auch so drei Knäulen davon könnte man durchaus eine schöne Decke häkeln oder stricken. Sehr süß, fasst sich auch sehr schön an und ja, das eben einmal ein großes Knäuel. Ich denke mal, da wird ein großer Schal raus werden. Das ist immer so für so Projekte, so ein Knäuel, ein Schal, immer sehr schöne große Knäule. Schauen wir einmal, wie es da mit dem Preis war. Größtes Knäuel tatsächlich hat 4,25 Euro gekostet. Und von der Variante gab es auch noch weitere Farbvarianten, gab es auch noch in Grau und so einem Beige-Ton. Auf jeden Fall habe ich eben auch nur ein Knäuel mitgenommen. Und dann komme ich auch zu der Wolle, die tatsächlich als einziges kein Special ist, also hier nicht Special stehen hat auf Gold, sondern Essential, also Standard. Wir haben hier die XL. Ich denke, dass es die immer bei Action gibt, aber dafür kaufe ich da nicht regelmäßig genug Wolle. Wenn es jemand weiß, gerne kommentieren. Wir haben hier 100% Acryl, 200 Gramm, 100 Meter Lauflänge für 9er bis 10er Nadeln. Ja, würde ich tatsächlich auch ein bisschen kleiner vielleicht häkeln, aber würde auf jeden Fall auch gehen. Fasst sich sehr schön an, hat einen ganz tollen Glanz, sehr, sehr glatt. Ich kann es gleich tatsächlich, ich habe die 10er Nadel ja hier noch liegen, ich teste es gleich einfach mal kurz an. Ich habe das in zwei Farben mitgenommen, einmal in so einem ganz hellen, mintigen Ton, sehr, sehr hübsch. Und in dem Rosa kann ich mir auch als Kombination sehr gut vorstellen. Ich lege das Rosa einmal zur Seite, schaue dann, auch hier ließ sich die Mitte sehr gut rausnehmen. Ja, doch, wo ich es jetzt in der Hand liegen habe, sieht es tatsächlich sogar ein bisschen größer aus. Dieses hier war ja für Achternadeln, dann sind wir hier auf jeden Fall stärker unterwegs. Wobei ich gesagt, hier tatsächlich auch, es ist ja die Achter, würde ich tatsächlich eine Sechser sehen. Hier bei der 9er bis 10er würde ich vielleicht auch eine Achter sehen. Aber ich teste es mal an, mal schauen, wie es sich mit der Zehner häkeln lässt. Ja, es geht definitiv. Es wird relativ locker. Also ist natürlich Geschmackssache, wie man es haben möchte. Ich würde hier ein bisschen was Kleineres nehmen als Nadel. Außer ich möchte genau diesen Effekt halt haben. Lässt sich sehr, sehr schön häkeln. Sehr, sehr glatt, geht sehr gut von der Hand. Und hat eben auch so eine schöne Optik. Das sind mehrere Fäden, die hier eben umeinander getwistet sind. Tatsächlich vier
Sehr hübsche, sehr glatte Wolle mit einem tollen Glanz. Sehr schön. Also, was habe ich alles gehabt? Ich fange nochmal hinten an, diese beiden hier, die XL. Dann hatte ich hier die Tweed einmal, dieses XXL-Knäuel. Auch sehr hübsch, werdet ihr definitiv hier wiedersehen. Dann ein absolutes Highlight von ganz vom Anfang. Hier mit der 20er-Nadel tatsächlich gehäkelt. Die Knitted Yarn, also tatsächlich gestrickte Wolle. Sehr schön, sehr coole Optik, gefällt mir sehr, sehr gut. Das in zwei Farben. Haben wir hier einmal die andere Variante noch. Und die Fake-Fell-Wolle in diesem Rot, diesem Rotbraun und in Rosa. Also sehr schöne Sachen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe den Preis hierfür gar nicht gesagt, Leute. Wir gucken nochmal eben nach dem Preis. Sorry. 3,29 Euro hat die gekostet. Genau. Und jetzt bis zum nächsten Mal.